Hallo und herzlich willkommen zu Goyax Weekly Video. Ich bin Nils Reiche. In dieser Ausgabe betrachten wir Covestro, einen Wert, der uns unterbewertet erscheint. Der Werkstoffhersteller mit Sitz in Leverkusen gehörte früher vollständig zum Bayer-Konzern und entwickelt, produziert und vertreibt Polymer-Werkstoffe. Das im Februar 2018 erreichte Allzeithoch lag bei über 85 Euro und von diesem Hoch ist die Aktie von Covestro noch deutlich entfernt, bei einem aktuellen Kurs von ca. 37 Euro. Allerdings erkennen wir einen positiven Trend, der das Zeug dazu hat, weiter ausgebaut zu werden. Anfang August durchbrach die Aktie die gleitende Durchschnittslinie von 200 Tagen nach oben und leitete damit den positiven Trend ein. Die gleitende Durchschnittslinie von 50 Tagen und von 200 Tagen können sich in Kürze überkreuzen und damit ein sogenanntes goldenes Kreuz bilden, was die Tendenz weiter bestätigen würde. Unser beliebter Indikator relative Stärke nach Levi bestätigt dies zusätzlich eindrucksvoll. Der RSL-Wert liegt seit Anfang Juli über 1 und ist seitdem auch nicht mehr darunter gefallen. In unserer Momentum-Rangliste, die wir nach dem RSL-Wert auswerten, befindet sich Covestro aktuell auf Rang 28. Erst bei einem Platz in den Top 10 empfehlen wir den Einstieg. Bedeutet also noch nicht einsteigen, aber im Auge behalten. Die Baader Bank bestätigte in einer Aktienanalyse von Montag den positiven Eindruck und erhöhte die Einstufung von Reduce auf Add und erhöhte das Kursziel von 34 auf 40 Euro. Weitere Infos und Analysen finden Sie in unserem Börsenbrief Goyax Weekly und auf goyax.de. Außerdem finden Sie uns auf YouTube und Facebook. Bleiben Sie besonnen und gesund. Bis nächste Woche.